Jo, hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Grand Prix 2, die Corona-Edition, der große Preis von China, der jetzt am Wochenende, ja, theoretisch stattfinden würde, stattgefunden hätte in Shanghai, 5,5 Kilometer lange Strecke. Ja, in China das ganze Elend auch angefangen mit Corona und eigentlich müsste man die Strecke jetzt boykottieren, aber wir fahren es trotzdem. Ja, Vietnam GP wäre jetzt eigentlich davor noch gekommen, aber die Strecke gibt es bei Grand Prix 2 noch nicht und daher muss es einfach jetzt ausfallen. Jo, China, den aktuellen, Corona Edition Weltmeisterpunkt Platzierungen seht ihr vom Stand nach dem Bahrain-Rennen unten in der Videobeschreibung. Wir haben jetzt für die Corona-Edition ja so eine fiktive Punktebewertung eingeführt mit einem Sieg. Gold, Silber, Bronze, Pole Position, schnellste Runde. Gibt es jeweils einen Punkt, Medaille, wie auch immer. Und dann gucken wir mal, wie dann am Ende, wenn vielleicht dann die Corona-Edition hoffentlich vorbei ist und die echte Formel 1 losgeht irgendwann. Dieses Jahr, auch wenn ich es ehrlich gesagt noch nicht sehe, wer dann da am besten abgeschnitten hat. Jo, Shanghai, China. Wir gehen direkt in die Qualifikation. Ich habe mir so ein... Warte mal, ist doch gar nicht mein Auto hier. Habe ich ja noch gar nicht meinen Fahrer ausgewählt. Das wäre ja skandalös. Was ist denn da los? Warum ist denn hier eigentlich Leclerc angewählt und nicht der legendäre Driver's Name? Das geht ja gar nicht. Ein Skandal ist das. So, auf ein neues China-Shanghai, jetzt aber wirklich. So, Qualifikation, da habe ich mir irgendwie ein Setup gebastelt bei einigen Probefahrten. Ob das jetzt so der Knaller ist, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Da ist es auch scheiße, man weiß es nicht, werden es aber mal sehen. Jedenfalls kann ich es auch gleich so sagen, wie es ist. Die Strecke ist eine Katastrophe, meiner Meinung nach. Ja, halt wie so ziemlich jede Hermann-Thielke-Strecke. Wird dafür ja immer sehr gern kritisiert für seine komischen Streckenentwürfe, die er dorthin pflastert. Schon allein diese Schneckenkurve ist eigentlich also vollkommen absurd zu fahren. Der ganze Kurs, der hat teilweise Kurven, wo man einfach nur im Schneckentempo langfahren kann, aber das werdet ihr gleich noch selber sehen. So, ich jetzt die Kurve hier. Na ja, gut, die geht noch. Jetzt eine Hanal-Kurve. Das ist auch hier vollkommen, also mit 60 kriecht man hier rum. Und dann frage ich mich eigentlich, muss das sein? Da lobe ich mir solche Strecken wie Monza, Belgien. Solche Oldschool-Strecken, wo man noch ein paar schöne, schnelle Kurven hat. Und nicht hier so ein Käse. Oder wie jetzt hier gleich die Kurve. Das ist auch so ein Müll. Na gut, das ging jetzt hier noch. Aber hier vorne gleich kommt gleich noch sowas. Das ist also... Und sich einmal fragt, warum? Und dafür gibt es ja zum Ausgleich oder zur Entschädigung eine schöne lange Gerade, wo man ordentlich raushämmern kann. Mit Standgas. Ja, ich spiele jetzt dieses Rennen übrigens in einer anderen DOSBox-Version. DOSBox SVN Daum heißt das. Das soll wohl irgendwie... Und diese Hanale-Kurve, das ist, warum kann man da nicht einfach so eine schöne, schnelle Kurve reinbasteln? Ja gut, egal. Also diese DOSBox-Version, die soll wohl Grand Prix 2 in einer korrekten Geschwindigkeit abspielen, weil die Version, die wir sonst immer hatten, also die Standard-Build, sag ich mal, der macht Grand Prix 2 wohl irgendwie zu schnell angeblich. Da gibt es auch so ein schönes Vergleichsvideo. Quietschen die Reifen ganz schön. Auf GrandPrix2.de auf der Startseite verlinkt gibt es irgendwie so ein Video, das heißt GrandPrix2 unter Windows 10. Und da gibt es zum Beispiel, da gibt es unter anderem auch so einen Videoausschnitt, wo diese beiden DOSBox-Varianten gegenübergestellt werden. Und da ist die normale DOSBox, die war da ein bisschen schneller. Also läuft die Zeit sozusagen ein bisschen schneller ab. Die Rundenzeiten sind jetzt nicht schneller, sondern da ist dann bloß die Sekunde halt kürzer.
und von daher hinter mir im Rückspiegel sehe ich keinen. Ist es jetzt ein gutes oder ist es jetzt ein schlechtes Zeichen? Eigentlich hätte man hier Corona-Werbung reinpflastern. Nein, Gott, das ist ein bisschen makaber. Hinter mir ist gar keiner. Doch, hier, Daniel Ricciardo. Der ist aber weit. Na gut, vielleicht ist er relativ spät rausgefahren. Weiß ich jetzt nicht, ob einem das Hoffnung oder Mut machen soll. Für die Startaufstellung. Und wir gucken einfach mal. Es ist ja eh keine gewertete Saison, sondern eher nur so Spaß, sag ich mal. So, hier fehlen auch die 1,49, das ist schon mal gut. Eine Zeit unter 1,50. Hier fehlen auch auf der Startzielgeraden, habe ich gerade gesehen, die... Zweiter, 1,8 Sekunden Rückstand. Ja, guck mal, das macht doch schon mal doch ein bisschen Zuversicht, dass man hier vielleicht doch was reißen könnte im dritten Abschnitt auf der langen Geraden. Schon mal schneller. Im zweiten Abschnitt ist der Verlust hoch. Das ist da mit diesen ganzen lahmarschigen Kurven ist ja so ein bisschen durchgereicht hier. Vierter werden wir jetzt, aber es wäre immer noch in Ordnung. Ich kann mir vorstellen, dass es schon mal kein letzter Platz wird. Das sind wir aber im ersten. Achso, das ist. Also dass es halt auf der Startzielgeraden keine Box, keine Startmarkierungen gibt. Das liegt daran, dass es wohl eine von der Strecke irgendwie eine Beta-Version oder vor der Fertigstellung ist oder sowas. Wie gesagt, das könnt ihr, die ganzen Strecken könnt ihr euch bei GrandPrix2.de, einer inoffiziellen Seite, die nicht mit MicroPros der Formel 1 oder mit GrandPrix2 in irgendeiner Art offiziell verbunden ist, runterladen. Und da war das irgendwie als vor der Fertigstellung oder sowas markiert. Okay, sie jetzt auf der Pole 1,46. Jetzt verlieren wir doch ganz schön was. Das ist auch ätzend, die Kurve. Eieiei. Das hätte ich ja vorhin schon nicht ausgiebig drüber ausgelassen. Hier rechts die Boxeneinfahrt. Da war ja was mit Lewis Hamilton, wo er da mit komplett abgefahrenen Reifen zu weit rausgekommen ist. Im Sand stecken geblieben ist. Und da gibt es echt so ein paar legendäre Szenen von französischen Kommentatoren, die da vollkommen am Ausrasten sind. Ich weiß nicht, ob es das noch irgendwo im Internet gibt, aber die sind dort vollkommen, also da kann sich Jack Schulz fast noch ein Vorbild eine Scheibe von abschneiden. So, ihr seht schon, der dritte Sektor, das ist unserer so ein bisschen. Okay, ist jetzt immer noch die Pole inne, wie auch immer er das macht. Ist das vielleicht die Wachablösung, wenn Casey so gut drauf ist? Muss Drivers Name um seinen Rang als Nummer 1 Fahrer im LPR-Team fürchten? Wenn Casey hier so abgeht, das war glaube ich auch schon im letzten Rennen so, also bisher... Noch im vorletzten Rennen, also im ersten Corona-Edition-Rennen. Da komme ich jetzt einigermaßen gut durch. So, jetzt hier schön aufs Gaspedal treten. Ist hier auch gar keine. Da kommt wieder Ricciardo hinter uns. Erster Sektor, zweiter Sektor wieder langsamer. Mal gucken, ob wir irgendwie mal eine Verbesserung hinkriegen. Ist ja auch unten viel zu weit rausgekommen. Das kostet massivst Zeit. Auch unten sieht man das Fahrzeug, dass das ganz schön am Aufsetzen anscheinend ist bei der Geschwindigkeit. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man das jetzt noch höher setzen soll, das Fahrwerk, oder ob das da jetzt ein bisschen eine Verbesserung. Drei Sekunden hängen wir noch zurück. Eieiei, das ist aber trotzdem viel. Gucken wir mal ein bisschen, was reißen können hier. Ja, so glaube ich eher nicht.
In dieser Rechtskurve, da will ein Driver Snail immer so ein bisschen zu viel. Da fliegt ihm das Heck rum. Aber er konnte es bisher immer noch abfangen. Das hatten wir in der letzten, in der vorherigen Runde ja auch schon gesehen, wie er dort kämpfen musste, dass die Karre nicht abfliegt. Also es wäre schön, das Gaspedal aufs Bodenblech drücken. Und dann gucken wir mal auf den zweiten Sektor. Ja, ein bisschen schneller. Aber immer noch 1,5 Sekunden langsamer. Ja, jetzt hat er ja ziemlich spät gebremst. Das ist auch so ein Driver-Snail-Problem. Dass er manchmal in Kurven viel zu früh bremst und auch viel zu zaghaft durchfährt. Und das kostet natürlich teilweise. Was ist das jetzt? Eine Verbesserung? Achter wäre er jetzt. Sehr gut, er kann es noch. Hinter mir ist jetzt Perez, der ist auf der Outlap. Na gut, die Runde ist eh kaputt. Durch die Aktion hier. Kommt ja zu weit raus. Fahrzeug nicht optimal abgestimmt. Das war in Australien und Bahrain schon ein bisschen besser. So, jetzt gucken wir mal, ob hier Driver Snail wieder hier wegcrasht fast oder ob er ein bisschen zackhafter. Ah, der will die Kurve immer zu schnell fahren. Und dann passiert sowas hier. Dreher. Na gut, die Runde ist, glaube ich, jetzt eh kaputt. Da können wir auch in die Box fahren. Vielleicht sind auch einfach die Reifen bei diesem Fahrstil jetzt hinüber. Ganz schön quietschende Reifen hier. Da ist ein... So, Lance Stroll hinter uns. 6,7. Ja, das wird, glaube ich, eh nichts mehr. Da konnte aber Nehm jetzt gerade noch so den Crash verhindern. Da konnte er aber gerade noch so den Crash verhindern mit Perez. Eieiei. Gibt es irgendeine schöne Perspektive, wo man das sieht? Nee, ne, bloß die hier. Das hätte ja fast ein Perez rausgecrashed. Hier kommt's. Bäm. Ist aber wirklich knapp. Eieiei. Hier kommt so ein Rosa Perez Onboard. Achso, hier oben links fehlt immer noch das Replay-Zeichen. Das verwirrt immer jetzt noch so ein bisschen. Aber egal. So, Achtung jetzt. Wegspiegel. Zack. Ui, da war aber... Das hätte auch schief gehen können, aber zum Glück hat Name dann nochmal rein nach links gelenkt. So, hier war jetzt die Hamilton-Boxeneinfahrt. Aber hier geht's nicht, weil die hier rechts das Kiesbett fehlt. So, im Moment hat man immer noch den 8. Platz inne. Ich hoffe doch, dass das bleibt. Auf jeden Fall könnte ich mir vorstellen, dass es jedenfalls nicht der letzte Platz wird. Wie viel Zeit haben wir noch? 3 Minuten. Da können wir mal kurz gucken, was jetzt auf der Strecke abgeht. Hier haben wir einen Lando Norris, Giovinazzi, Leclerc. Wäre aktuell 16. laut Tableau. Lance Stroll, Perez, Grosjean, Russell, Albon. Ja, komm, machen wir jetzt hier den Zeitraffer rein. Zack. So, wir wären jetzt auf. Oh, da haben wir mal ganz schön. 18. wäre das jetzt. Oh, Leute. Ist aber enttäuschend. Okay, jetzt hätte die Pole ganz knapp vor. Also relativ knapp, fast schon eine halbe Sekunde. Vor Hamilton.
Ja, da versuchen wir uns nochmal in der Samstagsqualifikation ein bisschen. Kommt der Casey auch gleich raus? Das sah nämlich gerade so aus, dass der auch gleich rausfährt. Ja. Warum bin ich jetzt zurück an der Box? Nein, keine Zeitbeschleunigung. Das war jetzt auch ein kurioser Bug. Oder ich bin aber aus der Box rausgefahren. Wenn man dann das Replay macht, steht man wieder drin. Oder habe ich jetzt irgendwie was verpennt? Sehr mysteriös, na egal. Kurzzeitbelegung bei 20%, das ist in Ordnung, das ist nicht viel. So. Ja, jetzt hat das wahrscheinlich gelernt hier in der Rechtskurve. Ja, aber dafür hier, eieiei, abgeflogen. Zum Glück sind die Auslaufzonen hier asphaltiert. Na gut, ob das jetzt so cool ist, weiß ich jetzt nicht. Gibt auch immer wieder Kritik daran, dass das unnötig ist, weil das dann eher zum Track Limits ignorieren einlädt. Bei einem Kiesbett ist man dann direkt ausgeschieden, so ungefähr. So, 25. werden wir jetzt so. Jetzt habe ich doch die Kurve gut gekriegt. Wenn das mal immer so wäre, dann. So, jetzt auf geht's. Auf eine hoffentlich gute, gezeitete Runde hier in China, Shanghai. Sehr viel DHL-Werbung hier auch an der Strecke. Klar, irgendjemand muss ja den ganzen China-Zeug, das ganze China-Zeug nach Europa transportieren. Den ganzen Made-in-China-Kram. Was noch Drivers nimmt, das. Wenn er jetzt die Schikane hinten gut nimmt, dann könnte das doch eine gute Runde werden. War bisher sehr gute durchgekommen, keine Fahrfehler, kein unnötiges Übersteuern, Untersteuern, Sektor 2. Ja, das ist gut. Da war ja sonst immer eher schlecht, ne? Oh, kommt aber jetzt viel zu weit raus. Versaut sich das hier so ein bisschen den guten zweiten Sektor? Das wäre sonst wahrscheinlich eine gute Zeit, aber jetzt bin ich mal gespannt, was das wird. Achter Platz. Oh, da hat er nochmal irgendwo. Hat Drivers Name nochmal irgendwo ein bisschen Potenzial gefunden. Der zweite Sektor war diesmal auch nicht so schlecht wie sonst. Aber ich glaube, im ersten Sektor könnte er wahrscheinlich noch so ein bisschen hat er den ersten Sektor auch nochmal verbessert.
bremst sich aber hier leicht. Gucken, ob ich das am Ende auswirkt. Ah, die Kurve hier viel zu weit rausgekommen. Aber wir gucken mal. Am Ende zählt eh nur die Zeit, die an der Start- und Ziellinie erreicht wird. Nakajima ist es da vorne. Oh, 4:03. Ob das nochmal eine Verbesserung wird? Wir dürfen gespannt sein. Das heißt, er muss jetzt diese Kurve richtig gut kriegen. Ja, das war doch einigermaßen akzeptabel. Und jetzt das Auto einfach nur noch auf die Start-Zielgeraden prügeln. Und dann gucken wir mal. Das ist eine... Ja, 1:47.318 war dann nochmal ein bisschen schneller. Wäre jetzt der vierte Platz. Hat es nur noch 7/10 Rückstand auf Casey. Macht er jetzt noch einen oder kommt er an die Box? Also ihr seht, Name kann sich hier durchaus noch steigern auf der Strecke. Ist natürlich auch das erste Mal, dass er hier auf der Strecke fährt. Musste erstmal eingewöhnen. Das sollte natürlich nicht als Ausrede für irgendwie schlechte Runden zählen, aber wenn man das erste Mal auf der Strecke fährt, das ist natürlich auch ein bisschen was anderes als ein Lewis Hamilton, der ja schon mehrfach an den Start gegangen ist und die Strecke wie seine Westentasche kennt. Ja, da kann man also voll drüber bügeln, diese Linkskurve. Das ist schon mal eine wichtige Information. Ob das natürlich dauerhaft im Rennen geht, wenn die Reifen nachlassen, das ist fraglich. So, jetzt der zweite Abschnitt. Das wird jetzt der Schlüsselabschnitt sein, ob das jetzt nochmal eine Verbesserung wird. 1:61, ja, war ein bisschen jetzt doch schneller als sonst. 3/10 ungefähr. So, und jetzt bremst ja spät. Da haben die Reifen ein bisschen blockiert, aber ansonsten ist er ja gut durchgekommen. Jetzt noch der Linksknick auf die Start-Zielgeraden. Boah, leicht über die Curbs. Sind das eventuell Track-Limits überfahren? Und da war er. Hat er sich nicht verbessert? Ja, doch ein bisschen, aber es hat keinen besseren Platz gebracht. Und jetzt, denke ich mal, wird dann die Box kommen. Vierter Platz mit knapp 6/10 Rückstand. Das ist eigentlich in Ordnung. Vielleicht kann er da am Start das eine oder andere gut machen schon. Ja, hier kommt eine Sekunde Rückstand jetzt. Das... Da müssen wir, glaube ich, jetzt wirklich an die Box kommen. So, hier die Kurve können wir nochmal testen. 230 kann man die fahren. Und die hier, geht die mit 200? Ne, bei 200 bricht das Auto schon aus. Kommt irgendwas? Ich fahre einfach jetzt. Und die Kurve hier, die ging voll, oder wie? Ja, tatsächlich. Aber ist in China diese Kurve, wo wir gerade durchgefahren sind, war die nicht sonst ein bisschen überhöht geneigt? Das weiß ich jetzt nicht. Kann natürlich sein, dass das so ist, aber... Na gut, einmal hier wieder drüber hinaus, aber das macht nichts. Und da kommt jetzt der Besuch in der Boxengasse. Gucken, ob er bei dem vierten Platz bleibt. Kann natürlich auch sein, dass an der Freitagssession schon ein anderer Fahrer
schneller war. So, wir haben eh noch eine Minute, dann machen wir gleich mal hier. Zack, Zeitbeschleunigung. Dann gucken wir mal. Oh, es wäre sogar der fünfte Platz. Nur okay, das macht nichts. Das ist in Ordnung. Und nicht dabei ist Luca Degrassi und Jacques Villeneuve. Wo ist Villeneuve? Ganz klar nicht dabei. So, wir speichern einfach mal. Kurz ab. Und dann verabschiede ich mich ganz kurz, um was zu trinken. Und dann geht's gleich weiter. So, da bin ich Etzala wieder. Und das ist die Startaufstellung hier. Casey auf der Pole, gefolgt von Hamilton, Vettel, Leclerc, Drivers Name, Bottas, Ricciardo, Verstappen, Albon, Norris, Ocon, Giovinazzi, Magnussen, Sainz Jr., Räikkönen und Stroll auf der 8. Sergio Perez und Pierre Gasly auf der 9. Dann Dani Kwiat und Grosjean, Laffiti und Russell, Glock, Nakajima, Grassi und Villeneuve. Ne, doch, die sind doch mit dabei, stimmt. Wir haben ja zwei Fahrzeuge deaktiviert. Und daher, ja, großer Preis von China. Ach, Shanghai. 8 Runden sind's. Und dann gucken wir mal, was Driver's Name hier hoffentlich reißen kann. Das ist die Startaufstellung. Gibt's irgendwie ein bisschen schöner? Nee, ne, das sieht immer so komisch aus hier. Egal. So, Achtung, die Ampel wird jetzt grün. Oh, das war schon mal ein guter Start mit Driver's Name. Hatte da trotzdem wieder sehr viel durchdrehende Reifen, aber er konnte jetzt mithalten, hat sogar zwei Plätze gut gemacht. Oh, da wird Hamilton leichte Berührung. Danke. Also da schon wieder so ein bisschen im Clinch mit Hamilton. Es ist nicht zu fassen. Das werden wahrscheinlich keine Freunde mehr, Hamilton und Name. Und da hatte Name mit so einem guten Start. Aber ich glaube, es gab keinen Crash, um einen Rennabbruch und Neustart hier zu rechtfertigen. Ausgang war ja die kleine Berührung von Name, der Hamilton ein bisschen rausgeschoben hat. Und dann jetzt hier, zack, Berührung, bam. Ja, da ist Hamilton und Name im Aus. Zum Glück ist hier die Fahrt relativ langsam. Und da würde ich sagen, ist jetzt die Podienchance dahin. Das heißt, wir müssen jetzt so ein bisschen aufholen. Ja, schade. Nach wieder ein bisschen Clinch mit Hamilton in Problemen hier gekommen. Unser Driver's Name. Es ist nicht zu fassen. Mal gucken, ob er hier so ein bisschen jetzt in den 8 Runden noch ein bisschen aufholen kann. Vor uns ist jetzt Alexander Albon. Hoffen wir mal auf die lange Gerade jetzt, wo Drivers nehmen, die Überhagenheit des LPR-Autos hoffentlich gut ausspielen kann. Jetzt schon im Windschatten, kann rausziehen und ja, hier deutlich vorbei. War schon 20 km/h schneller und da ist er jetzt wieder auf Platz 10. Oh, hat dann noch Ricciardo einen kleinen Kick mitgegeben beim Anbremsen. Sorry, Ricciardo. Samuel Kate mit der schnellen Runde. 1:51.583. Das geht gegen Norris. Haben wir noch Replay-Zeit gegen Ricciardo? Ja, das ist wahrscheinlich eher so ein typischer Verbremser in der Startphase. Das gab es ja auch schon mal mit Vettel hier. Ich glaube, war das Vettel und Verstappen, glaube ich, die dort auch schon so eine ähnliche Situation hatten. Also an dieser Stelle, sorry, Ricciardo, tut mir leid. So, jetzt ist er eigentlich links neben uns. Im blinden, wer ist das? Toter Winkel, ne? Ja, toter Winkel. So, vor uns als nächstes Verstappen.
Max Verstappen und Bottas auf der 6, dann halt, hier sollte man nicht zu schnell durchfahren, sonst fliegt man gnadenlos ab. Das wäre nämlich blöd, wie wir in der Qualifikation schon mehrfach gesehen haben. Hier kann man voll durchbügeln, drüberbügeln, komischerweise, warum auch immer. Ja, gut, Driver's Name bremst immer so ein bisschen früh an, weil er natürlich jetzt nicht will, also nicht nochmal so eine Ricciardo-Situation haben will, wo er irgendwelche anderen Mitfahrer rauscrasht beim Anbremsen in Kurven. So, jetzt ist er, glaube ich, schon im Windschatten von Verstappen, oder? Kann ich das schon ein bisschen ransaugen? Jetzt ja. Oh, das ist noch ein Renault von Esteban. Oh, da konnte sich Verstappen da zurück überholen. Wahnsinn. Oh, hartes Manöver gegen Verstappen. Hier kommt das Replay dazu. Hier wird erst Verstappen überholt. Und da kann Verstappen innen wieder durchschlüpfen. Und dann jetzt wollte er dort Name ein bisschen aufs Gas drücken und jetzt ist Name innen in der Kurve, wenn auch knapp. Und ja, da musste, glaube ich, Verstappen ein bisschen bremsen. Das ist immer wieder gut, das mal aus seiner Onboard-Perspektive zu sehen. Hier kommt rechts Name, bremst da schon so ein bisschen an, weil er, wie gesagt, nicht crashen wollte. Hier kann Verstappen wieder durchschlüpfen. Oh, kleine Berührung sogar mit Name, muss man dort sagen. Und jetzt hier die Linkskurve. Oh, da müsste Verstappen bremsen und ein bisschen Platz machen sogar. Uiuiui, also hartes Manöver von Name gegen einen potenziellen Formel-1-Weltmeister. Also ich denke, könnte mir schon vorstellen, dass Verstappen irgendwann mal Weltmeister wird. Er ist ja noch jung, hat noch ein paar Saisons, aber der wird bei mir ganz hoch als irgendwann mal Formel-1-Weltmeister gehandelt. Also jetzt real natürlich. Ich bin da mal auf eure Meinung gespannt, ob ihr das genauso seht. Schreibt das doch einfach mal unten in die Kommentare rein. Wird Verstappen irgendwann mal Formel-1-Weltmeister werden? Ich sag ja. Wenn es auch nur ein Titel ist. Aber er hat halt das Potenzial dazu. So, mal gucken, ob wir jetzt den Esteban. Da kommen wir schon richtig gut ran hier. Aus der Kurve raus, im Windschatten raus beschleunigt. Eieiei. Und da ist Name jetzt schon wieder auf Platz 6 vorgerückt. Als nächstes wäre Valtteri Bottas zu überholen, der Mercedes. Konnte sie jetzt hier auf der langen Geraden ein bisschen ranbremsen. Jetzt muss ich wieder abreißen lassen. Uiuiui. Da wäre es fast aus gewesen. Ausfälle übrigens auch noch keine. Und jetzt ist Halbzeit des Rennens. Ach, diese Spirale hier, die ja wohl nach Yin und Yang, wie sagt man, Yin und Yang als Vorbild haben soll, die ist einfach total furchtbar. Die Fahrer nach dem Rennen erstmal 2 Wochen in Quarantäne haben müssen. Ich weiß es noch nicht. Ist noch nicht entschieden, aber ich glaube eher nicht. Hier sollte alles in Ordnung gehen. Ist ja nur virtuell. So, jetzt auf der langen Geraden. Ist doch Bottas bestimmt auch wieder fällig. So, ist im Windschatten, lässt sich ansaugen, so ungefähr.
Na komm, geh in seinen Windschatten rein. Jetzt. Er bleibt länger auf dem Gas und kann da Bottas wieder durchschlüpfen. Ja, oh, 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 oh. Und Berührung. Was war denn da los? Berührung mit Bottas. Können wir froh sein, dass Name da nicht irgendwie sonst wie noch abgeflogen ist und sich gedreht hat. So, hier kommt Bottas wieder durch, weil Name weit rauskommt. Berührung. Weil da Bottas einfach gnadenlos Name in die Seite fährt. Oder ist das Name schuld? Gucken wir uns das nochmal an. Hier kommt's rum. Achso, warte mal, ich muss ja die andere Perspektive nehmen. So, das sieht man hier in dem Blick nicht. Also mal auf ein neues. Ja, wenn Name hier ein bisschen eher gebremst hätte, dann wäre er hier vorbei gewesen. Ja, hier gibt es so ein bisschen, würde ich sagen, Rennunfall. Also muss die Bottas-Überholung noch eine Runde abwarten. Name jetzt auf Platz 6. Wie gesagt, bei diesem kurvigen Kurs habe ich jetzt nicht so wirklich Möglichkeiten und Zeiten, hier mal oben die Tabelle durchzugehen, wie die aktuellen Stände sind. Also bitte entschuldigt das an der Stelle. Und jetzt kann Verstappen links. Oh, da hängt mir aber jetzt schon im Getriebe hier. Das gefällt mir überhaupt nicht. Da macht man sich in Kurven nur angreifbar. Na komm, jetzt ist der Abstand zu Bottas wieder so groß geworden. Müssen wir mal schauen, ob das jetzt hier funktioniert oder ob das der sechste Platz hier mal wirklich oben ein bisschen durch. Könnt ihr mal gucken. Casey immer noch mit 5 Sekunden Vorsprung. Wie macht er das? Wieder so weit rausgekommen hier. Na gut, sechster Platz, das wäre eigentlich real nur ein Platz verloren im Verhältnis zur Startposition, aber es gibt halt nichts dafür hier in dieser Corona-Editions-Punktewertung, wo nur schnellste Runde, Pole Position und die Plätze 1 bis 3 was bekommen. Übrigens ist jetzt auf dem offiziellen YouTube-Account der Formel 1, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, da werden jetzt immer sporadisch komplette Rennen hochgeladen. So jetzt zum Beispiel, was war das? Aus 96 irgendwas. Spanien 96, glaube ich. Und auch Italien 2019. Mit damit ein bisschen was Aktuelleres. Also müsst ihr mal reingucken. Das wird immer als Live-Premiere veranstaltet und dann gibt es dann immer noch ein Highlight-Video. Finde ich eigentlich ganz interessant, dass man da sich so die Möglichkeit hat, das jetzt zur Verfügung zu stellen. Das wäre ja, glaube ich, würde ich mal behaupten, unter Bernie Ecclestone, der ja so ein bisschen auf YouTube und soziale Medien, glaube ich, das so ein bisschen nicht ernst genommen hat, wäre das nicht möglich gewesen. Aber jetzt so mit den neuen, mit Liberty Media, also die... hauen da ganz schön raus, muss man sagen. So, vorletzte Runde beginnt gleich. Boah, wieder sehr weit rausgekommen. Wird Drivers Name Valtteri Bottas noch kriegen?
1,9. Der Vorsprung ist jetzt größer geworden, bei der letzten Runde nur 1,5. Reifen sind auch schon hart am Quietschen beim guten Drivers nehmen. So, komm jetzt aber. Jetzt hier mal gut raus beschleunigen. Na ja, gut, ein Podest wird es nicht mehr. Da muss vorne jetzt noch irgendwie ein Ausfall kommen. Ein oder zwei oder drei, das halte ich jetzt für unwahrscheinlich. So, jetzt muss er aber doch mal hier. Jetzt dreht er sich auch noch dort fast. Ja, das war natürlich ein Manöver, was Name hier an dieser Stelle machen musste, wenn er hier noch auf den fünften Platz fahren will. Richtig spät hier rein in die Kurve. War hier auch sogar schon vorbei, aber dann natürlich durchs Verbremsen sehr weit rausgekommen. Hier sogar noch fast weggedreht, aber zum Glück nicht passiert, sonst wäre Verstappen und Co. gleich wieder vorbei gewesen. So, letzte Runde bricht jetzt an. Vorsprung auf Bottas ist jetzt ein bisschen kleiner geworden, aber ich glaube nicht, dass das jetzt noch was wird in dieser Runde. Muss man realistisch sein. Ich meine, von Platz 5 nach einer Hamilton-Kollision dann noch irgendwie auf Platz 11, 12 zurückgefallen und dann auf Platz 6 vorgefahren, das ist natürlich auch nicht verkehrt. Oh, was ist da los? Kleiner Verbremser von Bottas war da gerade. Er gibt sich da jetzt plötzlich die Möglichkeit. Oder hat er jetzt schon wieder durch so weit abreißen lassen? Müssen wir jetzt mal gucken. Ist auf jeden Fall im Windschatten drin, wenn er sich jetzt noch rechtzeitig früh genug vorbeisaugt, dann könnte das vielleicht noch was werden. Rausziehen. Casey gewinnt und da ist... Oh, es sollte, glaube ich, nicht sein, hier Bottas noch zu überholen. Ja, und da kommt die Zieldurchfahrt. Name wird Sechster. Was haben wir denn für Positionen? Name, Quatsch, Casey gewinnt vor Vettel und Leclerc. Hamilton auf der 4, Bottas auf der 5, Name auf der 6. Ja, bin ich eigentlich zufrieden, würde ich sagen. Gab zwar am Start diese Hamilton-Aktion nicht gewesen wäre, die ja durch Drivers Name erst ausgelöst wurde, sag ich mal. Wäre vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen, aber so haben wir uns wieder vorgekämpft und man muss auch sagen, das Rennen war ja schon, man kann es im Groben und Ganzen so beschreiben, eigentlich fehlerfrei, wie gesagt, bis auf diese Startsache da, bis auf das Vertun beim Bremsen auf die Schikane, auf die Hanal-Kurve, aber ansonsten, wir sind jetzt nicht irgendwie groß abgeflogen, muss ich sagen, also, nö, fand ich jetzt in Ordnung. Ich hoffe, ihr seht das auch so. Hier nochmal die Rennergebnisse. Wie gesagt, Casey vor Vettel und Leclerc. Casey kriegt Gold, Vettel Silber und Leclerc Bronze. Schnellste Runde geht, glaube ich, auch an Casey und der Pole-Punkt auch. 8 Sekunden Vorsprung, Wahnsinn.
Ja, dann Hamilton, Bottas, Name, Verstappen. War auch ein schöner Fight mit Verstappen, da muss man sagen. Norris, Albon, Ocon, Giovinazzi, Magnussen, Räikkönen, Sainz, Stroll, Perez, Kwiat, Gasly, Latifi. Ich weiß immer noch nicht, ob der Name richtig ausgesprochen wird. Ich warte ja immer noch, dass die Formel 1 Saison losgeht, dass man den Namen endlich mal hört, dass man so weiß, wie man es ausspricht. Grosjean, Russell, Ricciardo, Glock, Nakajima, Degrassi und Villeneuve. Kein Haus gefallen, was denn hier los? So, Fahrerbeste Runden, das ist tatsächlich Summer. Aber guck mal, was nehmen mit der drittschnellsten Runde? Eigentlich müsste man für die schnellste Runde auch so Gold, Silber, Bronze machen. Na gut, egal. Also kriegt Casey auch den. Also Casey kriegt ja dreimal Gold. Wahnsinn, das war hier die. Wie nennt sich das? Beim Tennis gibt es auch diesen. Wie nennt sich denn das, wenn man Pole Position, Sieg und schnellste Runde gefahren hat? Triple Crown. Nee, Quatsch. Gem. Ach, egal, wisst ihr, was ich meine? Er hat es hier alles gerissen, kriegt ordentlich Punkte. Ja. Krasse Sache auf jeden Fall. Hier nochmal kurz die Startaufstellung. Auch hier Casey auf der Pole. Und ja, den aktuellen Stand. Ihr seht dann im nächsten Rennen in der Beschreibung. Was werden eigentlich theoretisch das nächste Rennen? Muss ich mal kurz reingucken überhaupt, was das jetzt wäre. Bin gleich wieder da. Achso, Quatsch, das will ich Grand Prix 2 bei Wikipedia eingeben, sind wir auch Schwachsinn. Am 1WM 2020, Kalender. Das nächste Rennen wäre Niederlande am 3. Mai. Da nehme ich an, dass wir da nicht die original, also die aktuell umgebaute Strecke fahren können, sondern wir müssen einfach irgendeine nehmen, die es dann bei Grand Prix 2.de gibt. Ja. So viel dazu. Großer Preis von China, die Corona-Edition. Und dann sehen wir uns mit dem nächsten Rennen in den Niederlanden wieder. Macht's gut, auf Wiedersehen, bleibt friedlich und bleibt vor allem gesund. Und ja, ciao, ciao, bye.